Hallo, ich bin Paulina aus dem Kinderchor der Deutschen Oper. Ich treffe heute drei Trompeter aus unserem Orchester. Ich bin gespannt, was sie mir über die Trompete erzählen werden. Ich glaube, ich kann sie sogar schon hören. Kommt mal mit. Hallo. Hallo Pauline, ich bin Thomas. Hallo, ich bin Jell. Hallo und ich bin Bertolt. Wie bist du denn zum Trompetespielen gekommen? Ich meine, warum Trompete, warum nicht Klavier, das klassische Instrument? Stimmt, warum nicht Skifahren? Weil ich komme aus Südtirol und da muss man Skifahren. Ich war auch Skifahrer, aber ich hatte dann Lust, was anderes zu machen, und zwar die Trompete. Ich fand Pippi Langstrumpf sehr cool zu dieser Zeit und habe mir den Film angeschaut mit meinen Eltern, mit meinem Bruder. Und ich fand das super toll, wo die da auf dem Baum oben sitzt und Trompete spielt und diese Titelmelodie spielt. Und dann habe ich gesagt, komm, das möchte ich auch können. Wie alt warst du denn da? Ich war so 8, 9. Was liebst du an der Trompete so sehr? Also ich liebe die Trompete nicht besonders, aber die Musik. Die Trompete ist nur mein Werkzeug durch Musik. Und eigentlich ist die Trompete schon auch cool, ein cooles Instrument, muss man sagen. Man fühlt sich machtvoll. Ja, das ist ein Instrument, das sehr laut sein kann, aber auch sehr leise. Und warum spielst du denn jetzt ausgerechnet hier im Opernorchester und nicht bei der Feuerwehr oder Polizei oder sonst irgendwo? Also ich habe früher auch in verschiedenen anderen Orchestern gespielt. Ich habe angefangen im Posaunenchor bei meinem Papa. Aber warum ich jetzt speziell in der Oper ganz gern spiele, mir macht das einfach total viel Spaß. Aber man will immer irgendwas ausdrücken. Man will immer irgendwie zum Beispiel, es ist jetzt eine Liebesszene oder es ist mal irgendwie was total Bedrohliches, oder man will eigentlich immer eine Stimmung oder immer eine Geschichte erzählen, während man spielt. Macht man auch in einem Sinfonieorchester. Man versucht natürlich auch da immer mit seinem Solo irgendwas auszudrücken. Aber ich finde, in der Oper ist es ganz leichter, irgendwie eine Geschichte damit auch zu verbinden, wie man spielt. Nee. Nee. Ja, länger bleiben. Ja. Ein bisschen länger. Ja. Ein bisschen mehr. Ja, genau. Okay. Aber da drin. Sind doch super. So, ja, einfach hier so drauf? Ja. Okay. Ja! Ich kenne ja das Trompetensignal aus Carmen. Ich meine, spielt die Trompete immer nur solche Sachen oder auch mal was anderes? Ja, Trompete kennt man ja schon, dass es so einen schmetternden Klang hat oft. Also das ist so quasi das Klischee über Trompete, dass es super laut ist und dass es irgendwie auf jeden Fall weit zu hören ist. Und deswegen wird es ganz gern als Signal dann eingesetzt. Zum Beispiel das Signal, der König tritt auf. Oder ganz oft spielen wir auch hinter der Bühne, hinter der Szene, aus der Ferne, das klingt dann auch so quasi, zum Beispiel der Militärzug nähert sich und wir spielen aus der Ferne schon ein Signal. Aber das Coole an der Trompete ist, dass wir auch ganz anders können. Also wir können nicht nur laut und schmetternd spielen, wir können auch mal leise spielen. Also wir geben uns sehr viel Mühe, leise spielen zu können und auch mal ganz weich. Und dann haben wir teilweise andere Instrumente auch, nicht nur die Trompete, sondern auch mal ein Flügelhorn oder auch mal ein Kornett. Und es gibt dann auch verschiedene Instrumente, die wir je nach Klangfarbe auch einsetzen können, dass man auch vielleicht mal einen getrageneren Klang haben kann. Und wann benutzt ihr jetzt die Trompete? Das
Holztrompete und die hat Richard Wagner extra anfertigen lassen für seine Tristan und Isolde Oper. Und die gibt es wirklich nur in dieser Oper und wurde extra nur für diese Oper gebaut. Ist nämlich nachempfunden ein bisschen diesem Alphorn, das man kennt in den Alpen in der Schweiz. Genau, ist eine Holztrompete, wie ich schon sagte, aus Holz. Und trotzdem aber mit Mundstück. Und es soll so ein Hirtenruf sein, wenn Isolde auf dem Schiff wieder ankommt. Also so wie ein Signal, dass die Lady jetzt wieder zurück ist. Also wie die Holztrompete ja eine besondere Trompete ist und von Richard Wagner so geschätzt wurde, gibt es auch Komponisten, die nicht ganz so die Trompete geschätzt haben wie einer der bekanntesten Komponisten überhaupt, Wolfgang Amadeus Mozart. Der hat nämlich für Trompete nicht wirklich was geschrieben. Es gibt für alle schönen Instrumente gibt es Solokonzerte, für Trompete nicht. Die arme Trompete. Dem war die Trompete einfach zu laut. Aber es gibt andere eben Komponisten wie Wagner oder auch Giuseppe Verdi mit seiner Aida-Trompete, die extra für Aida entwickelt wurde. Die ist auch eine dieser besonderen Trompeten hier. Genau, immer wenn es dramatisch wird in der Oper, dann kommt die Trompete zum Zug. Oder eben wenn man einen Charakter darstellt, wie zum Beispiel auch, wir haben ja den Sommernachtstraum gespielt von Benjamin Britten und da ist die Trompete der Puck. Du siehst schon, dass die Trompete einfach eine spezielle Funktion hat und besonders ist und eben auch eine bestimmte Situation gut darstellen kann. Hast du schon mal einen richtig peinlichen Moment im Orchester gehabt? Hast du schon mal so einen richtig fett, peinlichen, schiefen Ton gespielt oder war immer alles super palliativ? Ich würde gerne ja sagen, dass ich immer alles super spiele. Nein, es kommen schon auch Momente vor, da würde ich gerne nochmal die Zeit zurückdrehen und vielleicht noch einen zweiten Versuch haben. Kann ich dir nicht erzählen. Was passiert in der Oper? Das bleibt in der Oper. Wie viele Trompeten besitzt du denn? Also ich besitze ungefähr 15 Trompeten und ich spiele noch auf ein paar Instrumenten, die der Deutschen Oper gehören, also wie Naturtrompete. Ich habe 12. Dass ich weiß und dann es gibt auch natürlich hier in der Oper ein paar Instrumente, die ich regelmäßig spiele auch, aber die zu mir gehören 12 noch. Also Trompeten. Also ich habe 9 Trompeten, leider nur 9. Aber meine sind besonders schön und schön geputzt und gepflegt, weil es gibt Kollegen, die nicht so schön haben wie ich.